So, hey ho, ihr Lieben. Ja, nach einer kleinen Pause wieder da. So, ja, ich danke erstmal den guten Gysitus, dass er so gut kommentiert hat, immer mit den Minuten aufgezeigt hat, wo mal keine Spielfehler waren oder so. Das finde ich schon in Ordnung. Und auf seine Frage, ob ich einen Discord-Kanal habe, nein, den habe ich nicht. Und der ist auch erstmal nicht in der Planung, weil ich erstmal versuche, den Kanal hier noch ein bisschen fertigzustellen, ein bisschen zu verbessern. Ja, na gut, jetzt kommen wir zum Zuschauerwunsch. Dark Albas, das gute Deckprofil. Ich habe es mal über Edo Pro erstellt, damit ich euch das mal so zeigen kann. Unten in der Beschreibung findet ihr dann die Deckliste. Und ja, dafür danke ich natürlich auch den guten Lee. Sein Twitch-Kanal findet ihr auch unten in der Deckliste, in der Beschreibung, der das erstellt hat und dann auch ausgetestet hat. Ja, wir spielen einmal den Mercury, einmal den guten Albas aus dem, also ich habe das auch sortiert nach dem Structure Deck. Hier haben wir das Albas Structure Deck, was das beinhaltet eben. Den guten Albion, dann haben wir die Flöderis, dann den Kaiju. Also hier sieht man, was man drinnen spielt. Ich gehe einmal so durch, damit ihr das nochmal genau sehen könnt. Jetzt gehen wir einmal rum. So. Ja. Also, ja, das Deck jetzt so ist okay. Ist natürlich Branded mit drin. Branded ist immer eine gute Engine, aber eben nur einmal. Morgen kommt das gute Testduell. Dreimal Structure Deck Beware of Trap Tricks versus dreimal Dark World. Ich hatte eine kleine Umfrage gemacht, ihr wolltet ja beide sehen, einmal gegen Dark World, einmal gegen Cyberstrike. Und ja, Cyberstrike wird nächste Woche irgendwann kommen. Jedenfalls die Woche des Dark World am Samstag dann, ja genau, kommt denn das gute Deckprofil zu Dark Albas Full Powered. Also der gute Lee hat das erstellt. Und falls ihr Vorschläge habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dazu kommt dann auch eine kleine Preisliste, was das noch kosten würde, noch den Rest zuzukaufen. Weil zum Beispiel dort spielt man dann eben dreimal Branded Fusion. Und ja. Und dann am Sonntag, Montag kommen dann ein paar Testduelle von denen. Dark Albas Full Powered, einmal gegen mein Beware, also mein Trap Tricks Venus-Sylphen-Deck. Und einmal gegen mein neues Phantasma Spiral, was noch nicht 100% fertig ist, aber genau. Die Testduelle kommen dann am Sonntag und am Montag. Und dann nächste Woche versuche ich dann das mit Cyberstrike gegen Trap Tricks hinzukriegen. Und ich habe noch ein paar Videos, die ich euch dann noch hochladen werde, ein paar Duelle. Dann werde ich den guten Oberholmer mal darum bitten, vielleicht das Plunder Patrol und Ninja Deck Profile mal zu machen. Und ihr werdet dann auch meine neuen Decks alle mal so kennenlernen. Genau, das war jetzt nur so die Ansage, weil ich jetzt auch eine Weile keine Videos mehr hochgeladen habe, was denn so kommt. Und hier seht ihr denn das. Wie gesagt, die Deckliste ist unten dann im, in der Beschreibung drinne, so dass ihr euch das, dass ihr dir das dann nochmal angucken kannst. Genau. Ja, also wie gesagt, wenn ihr keine Wünsche habt, was wir erfüllen können, das versuchen wir dann auch, gerade aus unserem Deck so technisch. Schreibt das gerne in die Kommentare. Jetzt so wie zum Beispiel ein Kashira-Deck werden wir uns jetzt nicht erstellen, weil das wird doch ein bisschen teuer werden, weil wir spielen ja wirklich immer in Live-Duellen. Und ich hatte früher mal ein Master-Duell, aber das mache ich ja nicht mehr. Und deswegen, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, morgen kommt denn das gute Trap Tricks versus Dark World. Dreimal jedes Structure-Deck. Also seid gespannt. Euer Otto Samurai. Macht's gut, einen wunderschönen Sonntag. Ciao.